ein wenig chaotisch hier. Der Stützpunkt wird erst eingerichtet. Das haut mich um. Vor ein paar Wochen hat Saddam es sich hier gut gehen lassen. Hat Schokoriegel verputzt, während er eine Pediküre genoss. Hübsches Bild. Ah, wenn er nur wüsste, wie es jetzt hier aussieht. Gefällt mir. Wir haben die CIA, wir haben die Army, die Marines, DIA, die Air Force. Jo Leute, willkommen zu einer neuen Folge von House of Ashes. Ja, ihr seht schon, wir sind jetzt hier. Ah, wie heißt er nochmal? Ich glaube, Barrick sind wir. Ich bin mir nicht sicher, ob ich gerade diese Quest nochmal gesehen habe. Also die vom letzten Folge am Ende. Hallo, alter Mann. Schön weiter trainieren. Hey, mach doch mit. Vielleicht lernst du ja noch was bei mir. Später. Wir haben Besuch. Ja, die Süße hier mal sehen, wie ich ins Schwitzen komme? Komm doch näher, Kleines. Von hier sehe ich mehr als genug, danke. Ignorieren Sie Corporal Mervins schlechte Manieren. Jede Einheit hat wohl ihr eigenes Arschloch. Sergeant Kay. Das ist Lieutenant Colonel King. Ich bringe ihn ins Besprechungszimmer. Ja, bereite mich vor. Wir sehen uns dann, Marine. Und was ist sein Problem? Ah. Nick ist nicht mehr er selbst. Vor ein paar Wochen gab es einen Schusswechsel. Ein Zivilist starb. Das setzt ihm zu. Kommt er klar? Er schafft das, Sir. Er ist bereit. Joey, die haben dich am Schreibtisch geparkt? Soll ich wen anrufen? Nee, passt schon. Hinterm Schreibtisch fängt man sich nicht so viele Kugeln ein. Und das ist der berühmte Satellitentyp. Ich bin Ihr Commander. Höflich. Ich bin Erikin. Wir sind erstmal höflich. Der berühmte Satellitentyp. Eric King. Lieutenant Colonel Eric King. Gib dem Colonel vollen Zugang. Fuck. Sir? Ich sag Ihnen, wenn die Queen Bitch Wind davon bekommt, dann flippt sie aus. Zurückhalten. Wir kennen uns. Aufgebracht. Das ist meine Frau. Wir halten uns lieber... Ich sag lieber nichts. Die Queen Bitch, wie Sie sagten, ist seine Frau. Toll, Hitzkopf. Oh, das war die. Oh. Ja. Aber lieber hat nichts gesagt, bevor es doch eskaliert Sir, ist. Es tut mir leid. Rachel hat nie einen Mann erwähnt. Wir haben getrennt gearbeitet. Sie ist jetzt die Queen Bitch. Ist aufgestiegen. Falls es hilft. Für uns ist das sowas wie ein Kosename. Das passt sich gerade besser. Gut. Ah, komm, 15. Schließen wir euch an. Hoffentlich reicht die Bandbreite aus. Den Technikkram machen Sie. Und die Schlepperei machen Sie. Och, ich darf wieder viel lesen. In Ordnung, Lady. Ja, natürlich. Was ist das hier eigentlich? Das. Ein alter Ballsaal? Ja, genau das ist es. Darf ich mal lesen? Adam hat wohl gern das Tanzbein geschwungen. Und wenn eine Tanzpartnerin gestolpert ist, hieß es, ab mit dem Kopf. Würde mich nicht wundern. Datum, 30.05.2003. Betreff. Dringende Ergebnisse erforderlich an amtierende CEO Rachel King. Vertraulich. Danke. Jetzt kann ich nicht zu Ende lesen. Da ist aber auch schon Rachel. Wenn sie so ist. Colonel King.
Mrs. King? Eric, das ist mein Team. Wenn du sie briefen willst, klärst du das mit mir. Der Knirsch. Ich hätte anrufen sollen. Arrogant. Das ist jetzt ein Team. Wir hätten anrufen sollen. Stimmt, ich hätte dir Bescheid sagen sollen. Mein Fehler. Alles eskalierte. Ich musste schnell handeln. Ich schulde es meinem Team, einen Schritt voraus zu sein. Ich weiß, Rachel, aber CENTCOM gab den Befehl. Befehl? Ich bin jetzt Commanding Officer. Wollte nicht, dass du es so erfährst. Ehrlich. Tut mir leid, Rach. Irgendwie bezweifle ich das sehr. Das ist von SOC Central. Sie bestätigen, dass Lieutenant Colonel King das Kommando übernimmt. Ja, den Brief, den ich gerade lesen wollte. Ich brauche Netzwerkzugang. Ich stelle sie durch. Name? Dr. Stokes. Oder nur Clarice. Dr. Stokes, bereiten Sie die Präsentation vor. Du hast was gefunden? Eric, Besprechungszimmer. 1500 Uhr. Was zur Hölle? Ist das moderne Kunst? Das sind Bilder aus dem streng geheimen Kalos-Programm. Und das soll mir irgendwas sagen? Ein thermisches Satellitensystem, das ich protegiert habe. Oh, beeindruckend. Dann protegieren Sie. Benehmen Sie sich immer so, Corporal. Die Jungs wollen nur eine Pause, Sir. Nichts für ungut. Nun gut. Satellitenaufnahmen des Kriegsgebiets haben eine Art unterirdische Lagerstätte gezeigt. Ich vermute stark, dass Saddams chemische Waffen hier versteckt sind. Aber das muss natürlich noch näher untersucht werden. Wir haben dich, du Hundesohn. CENTCOM hat grünes Licht für den Zugriff und die Beschlagnahmung aller Waffen gegeben. Die Kampfhandlungen sind vorbei, aber überall sind Aufständische der Republikanischen Garde. Sie könnten die Waffen jederzeit einsetzen. Es ist Eile geboten. Die Army nimmt uns in ihren Helis mit. Bei Ankunft führt Lieutenant Kolchak den Sturm auf das Lager an. Wir sichern es und führen die Waffeninspektion durch. Aufgepasst! Es gab einen Führungswechsel, aber das hat am Wert von Rachels Missionsverständnis und Ortskunde nichts geändert. Sie fliegt mit uns und wird so respektvoll behandelt wie zuvor. Gibt es Fragen? Worauf warten wir noch? Bereit! Das ist Stammesland da draußen, Colonel. Machen Sie sich nichts vor. Das sind Wilde. Bekommen wir Luftunterstützung? Nein. Zu viele Vögel lassen uns auffliegen. Schnell rein, schnell wieder raus. Das hat deine Mama auch zu mir gesagt. Hey, Vorsicht, Junge. Hätte ich nicht schnell rausgezogen, wäre ich jetzt dein Papst. Okay, das reicht, Mervyn. Sir, was meinen Sie? Entgegenkommt. Ich rufe Luftunterstützung. Zuversichtlich. Wir bleiben unter uns. Nein, ich glaube nicht, dass seine Luftunterstützung so gut ist, wenn da Waffen gebunkert werden. Weil... Wir regeln das schon. Geht's schief, ziehe ich die Reißleine und wir hauen ab. Bei allem Respekt, aber ich halte das für falsch. Bei allem Respekt, Lieutenant Kolchak, das entscheiden nicht Sie. Kursaktualität? Was ist das genau? Evic war gegen Luftunterstützung bei der Mission. Ja, weil, wenn da Waffen gebunkert werden, werden sie sicher gut bewacht. Wenn die einen Heli hören, also zu viele, gut, wenn sie auch mit der Heli da landen in der Nähe und der Rest laufen. Aber trotzdem, dann werden sie wahrscheinlich Alarm schlagen. Und dann geht das Massaker los. Ah, hier sind Kurzsichtungen. Der uralte. Balatu starb als letztes in der Tempelkatakomben. Okay, Geheimnisse haben wir nichts gefunden bis jetzt. Ah, die Verbindungen. Also Jason, bisschen gesunken, Nick auch, Rachel erhöht und Salim normal. Wir sind entgegenkommend, rational, loyal, unsicher. Ein wenig anmaßend und ein wenig hoffnungsvoll. Interessant. Bilder gibt es auch schon eins. Ja, dieses hier.
Marvin hat schon recht. Je mehr Helis, umso größer die Gefahr, dass wir entdeckt werden. Eben. Eure Einwände höre ich mir später an. Wir halten uns bis zur Sicherung bedeckt. Melden wir uns binnen 24 Stunden nicht zurück, startet CENTCOM eine Rettungsmission. In der Zeit kann eine Menge passieren. Jetzt sei kein Weichei. Ich meine ja nur. Deswegen führen wir Krieg. Deswegen stehen wir jeden Morgen wieder auf. Denkt daran, Ladies und Gentlemen. So halten wir Saddam vom Einsatz dieser Waffen ab. Wir fliegen in einer Stunde. Wegtreten. Ja, hätte ich auch gesagt. Also. Clarice, helfen Sie mir mit den Geräten. Bin dabei. Ich weiß nicht. Hier stimmt was nicht. Was? Ich habe so ein komisches Kribbeln im Nacken. Ah, Süßer. Eine Massage wird das schon wieder richten, oder? Ich mein's ernst. Ich hab da ein mieses Gefühl. Das kommt davon, wenn du zu viel mit Eric rumhängst. Können Sie irgendwas tun? Ich lade die neuen Satellitendaten runter. Offenbar brauchen Sie kurz Zeit allein. Danke, Clarice. Willst du mit sagen? Eric. Wir müssen reden. Ich muss dir etwas sagen. Hör zu. Deine Operation zu übernehmen war nicht meine Entscheidung. Begeistert. Das ist unser Durchbruch im Team. Du fehlst mir. Ach. Wir begeistern lieber. Rage. Das ist es. Endlich nach so vielen Jahren Arbeit. Das ist es. Das ist der Durchbruch, auf den wir gewartet haben. Es geht hier nicht um uns, Eric. Ich will einfach, dass es wieder so wird wie früher. Was wir hatten, es lief nicht so toll zwischen uns. Wir haben viel erlebt. Viel Schlimmeres. Nichts ist anders, Eric. Das weißt du. Du und ich? Es gibt kein Du und ich. Es ist aus. Bitte, Rage. Sag das nicht. Oh. Du trägst deinen Ehering nicht. Hey, vorsichtig damit. Oh, Mist. Sorry. Was ist denn in der Zauberkiste? Fuck, was ist das? UV-Licht. Wir suchen damit nach Sprengstoffen. Darf ich mal? Nein. Wie lange noch für den Download, Clarice? Ich brauche ihn schnell. Sind 5 Minuten schnell genug für Sie? Download läuft noch. Gut, ich prüfe mal die Satellitenkarte. Nicht die beste Bandbreite. Es wird schon reichen. Können Sie das unterzeichnen? Hä? Die Ausrüstungsfreigabe. Bitte. Oh, klar. Prüft die Geräte. Und zwar doppelt. Oh, und den anderen. Ja, verstanden. Oh. Der Ring. Oh, das wird noch kompliziert werden. Das sehe ich jetzt schon. So, jetzt kannst du endlich mal lesen. Danke. Vertraulich. Zu Beginn des Einsatzes. Der Survey Group muss nochmals betont werden, wie wichtig der Erfolg dieser Mission für uns ist. Erstens. Unsere Militäroperationen erfordern einen eindeutigen und überzeugenden Endzustand. Die Streitkräfte der Vereinigten Staaten wurden eingesetzt, um die Bedrohung der internationalen Gemeinschaft durch Massenvernichtungswaffen des Iraks zu beenden. Solange die Existenz dieser Bedrohung nicht nachgewiesen ist, ist unsere Intervention nicht vom Völkerrecht gedeckt. Zweitens. Mit Bedingung der Kampfhandlungen steigt die Gefahr, dass das Regime Beweise für die Existenz von Massenvernichtungswaffen beseitigen könnte. Die Survey Group muss schnell handeln, um Lagerstände... Ich kann nicht mehr lesen. Ja, das war gerade mein Handy, falls ihr es gehört habt. Um Lagerstätten von Massenvernichtungswaffen und das dort beschäftigte Personal zu identifizieren und zu dokumentieren. Drittens. Unsere Verbündeten
In der internationalen Gemeinschaft müssen Gewissheit haben, dass unsere Geheimdienste verlässlich arbeiten. Wir erwarten baldige Meldung. Unterschrift Simon Fuller SG. Einsatzleitung Director of Human Intelligence, oder kann, wie man es ausspricht, ist mir auch egal. DEA. Streng vertraulich. Ja, deswegen wollte ich keine Luftunterstützung. Wie gesagt, zu viel Aufmerksamkeit. Oh, was haben wir hier Schönes? Granaten? Also, für Granatwerfer oder so? Ist es das, was ich denke? WP, Sir. Weißer Phosphor? Ist aber nur für den Rauch, sonst nicht. Zurückhalten. Okay, nur zum Schutz. Missbildung. Die sind nicht genehmigt. Ich sage nichts dazu. Ist vielleicht besser. Ist zwar nicht genehmigt wahrscheinlich, aber... Nun gut. Rachel. Ansehen. Ja, schauen wir kurz drauf. Interessant. Mailman. Irgendwo da wird wahrscheinlich absprechen oder so. Keine Ahnung. So, was macht die hier? Nichts. Kann man jetzt die Bilder hier anschauen? Auch nicht. Liegt da etwas? Nein, war nur Schatten. Der ist aus. Hier vielleicht was? Da sind noch zwei Sachen. Reden. Machen wir gleich. Und untersuchen. Ja, wer kennt's nicht? Kaffeebecher. Geheimnis gefunden. Vertraulich. Einsatz Irak Survey Group. SCBP. Mailman. Nachricht-ID. Kenscom. Kissel. N. Ja, das lässt es nicht vor. Betreff. Banditenaktivitäten. Soran-Gebiete. Bericht über Verschwinden zweier Entwicklungsfehler. Soran-Gebiet. Helfer als Ives, Pokémon plus Marine. Nein, Marie. Winner identifiziert. Kontaktversuch vor 2 Wochen fehlgeschlagen. Helfer vermutlich ausgeraubt und getötet. Nachrichtende. Okay, also Geheimnis haben wir gefunden. Interessant. So, was gibt. Das heißt, mit dem anderen reden wir gleich. Ich habe befürchtet, dass die Mission dann weitergeht. Zeitung. American Overseas. Mission abgeschlossen. Präsident Bush erklärt Kampfhandlungen im Irak für beendet. Manage-Firmen hingerichtet. Mörder waren in den letzten Stunden unkooperativ. Alles klar. So, jetzt gibt es hier nichts mehr, oder wie? Scheiße. Download fertig. Los zu den Helis. Ich wollte noch mit ihm reden, kurz. Ach man. Was? Was? Du willst mich was fragen. Das kann ich dir genau ansehen. Was hältst du von ihm? Ich nehme an, du meinst unseren neuen CEO? Interessant. Netter Typ. Aber hier draußen bringt nett nichts. Was hältst du von ihm? Wird irgendwie abgelenkt. Salim. Bedra Mandali. 100, jetzt muss ich kurz überlegen, also, egal. Salim Osman, LC-Frachter Bodentruppen. Ich hab's, das geht immer zu schnell weg. Lass mal so machen mit Antil, dass man bei Knopfdruck wegmachen kann. Ja, Hand, ich hab's gehört. Also mein Hand hat vibriert. Wie gesagt, Zane. Ich weiß nicht, ob man's hört. Zane?
Sehen wir jetzt ihn? Ja, wir spielen jetzt ihn. Herr Said Othman, 112 Badra Mandali, Kat, Irak, 3. März 2003, Bewerbung Nummer blablabla, interessiert niemand. Sehr geehrter Herr Said Othman, Ihre Bewerbung um einen Studienplatz an der Highgate University. Im Studiengang Mythologie BA für das akademische Jahr 2003 bis 2004 wurde angenommen. Das Semester beginnt am 2. September 2003. Oh, sehr schön für ihn. Für den Antritt des Studienplatzes müssen die nachfolgenden Bedingungen erfüllt werden. Andernfalls werden Sie dieses Studium nicht antreten dürfen. A. Abschluss Ihres College-Studiums mit dem erwarteten Notendurchschnitt 1,3. Na, sehr gut. B. Erteilung eines Studienvisums für das Vereinigte Königreich. Uns ist bewusst, dass die aktuelle weltpolitische Lage Ihren Visumsantrag und Umzug in das Vereinigte Königreich verkomplizieren könnte. Wir möchten Ihnen versichern, dass unsere Fakultät Ihren Visumantrag nach bestehendem Vermögen unterstützend wird. Immerhin das. Seit 120 Jahren hilft die Highgate University talentierten jungen Menschen aus allen Gesellschaftsschichten dabei, auf persönlicher Ebene, in der akademischen Welt sowie im Arbeitsleben Erfolg zu haben. Wir freuen uns darauf, Sie auf Ihrer Reise zum Erfolg zu begleiten. Mit freundlichen Grüßen, Andre McHollister, Director of Admissions. Ja, das ist doch sehr schön für ihn. Okay, da ist was los. Schauen wir uns doch um. Ja, da war noch was. Ach, das Paket. Grüß. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Zane. Mein Sohn wird erwachsen. Mit Liebe, Papa. Ach so, wir sind der Vater von Zane. Ja, gut. Aber ich sehe. Wo ist das Tonband? Ja, hier. Ah, ne, es war ein Bild. Scheiße, ja. Warte, was? Die Mutter? Okay. Aber warum liegt sie auf dem Boden? Da könnte ich rausgehen. Ich schaue mich jetzt noch im Haus um. Das habe ich gelesen. Jetzt die Eingangstür und... Ja, nichts mehr. Gut. Dann geht es in der nächsten Folge weiter. Hoffe, dieses Folge hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und ciao.